So, Leute, da sind wir beim nächsten Video. Und ich habe den Robin dabei. Hi. Und wir gucken uns heute an, und zwar Marsch der Maschinen. Ich habe es leider nur auf Deutsch. Epilog-Booster. tatsächlich die kleinen 5-Karten-Booster, die wirklich, wirklich kleinen. Ich weiß nicht, hast du Marsch der Maschinen aufgemacht gehabt? Schon ein bisschen was? Ich habe Marsch der Maschinen habe ich aufgemacht, aber die nicht den Nachhall. Ja. Die Epilog-Booster habe ich, glaube ich, gar nicht so viel aufgemacht. Es ist auch ein sehr weirdes Gefühl. Ich habe sofort, weil sie deutlich dünner sind als ein andere Booster, habe ich sofort so Yu-Gi-Oh!-Vibes irgendwie davon, weil die wirklich klein sind. Aber ein paar Karten daraus sind halt wirklich auch gut, gerade für Pioneer. Deswegen bin ich sehr gespannt, was wir aufmachen werden. Ja. Es sind tatsächlich sehr, sehr viele Karten, meiner Meinung nach, die daraus sehr gut sind. Mich erinnern sie an Promopacks. Dementsprechend, ich mache ja hin und wieder Promopacks auf. Kurz bevor wir anfangen, wenn ihr das noch nicht getan habt, geht mal zum guten Robin nach dem Video und guckt da mal rein. Wir machen zusammen einen kleinen Podcast, einen ganz, ganz kleinen, süßen Podcast, namens Radio Ravnica, seit sehr vielen Monaten und Monden und Rotationen, wenn wir Star Wars Leute wären, würden wir das nicht so sagen. Und dementsprechend, wenn ihr das noch nicht getan habt, geht da mal hin, guckt da mal nach. Großartig, nicht nur Radio Ravnica, sondern auch gerade viel Pioneer und so weiter und so fort. Coole, coole Videos. Und jeden Montag Streams auf Twitch, könnt ihr auch vorbeischauen, den Mann supporten. Es wird großartig. Und, vielen Dank auf jeden Fall. Immer. Und ansonsten würde ich sagen, gucken wir uns die Karten an. Wir haben ja heute ein kurzes Video. Normalerweise sind die Videos, die wir zusammen machen, immer so ein bisschen, ich würde sagen, so 10 Minuten schaffen wir easy. Ich bin froh, wenn wir 5 schaffen dieses Mal, weil die sind ja wirklich schnell durch. Genau, es sind ja nur 5 Karten und mit 4 Boostern jeweils sind wir bei 20 Karten pro Nase. Ja. Und das haben wir teilweise mit einem Booster schon drin gehabt. Das ist komplett blöd. Wir könnten es ja so machen, dass wir hin und her switchen. Dass wir sagen, du fängst an, dann ich, dann du, dann ich, dann du, dann so weiter. Dann fang mal an. Jawohl, soll ich da einfach mal aufmachen? Yes. Ich habe auch eben gedacht, als du über Radio Ravnica geredet hast, wäre eigentlich spannend, nochmal zurückzugehen und zu gucken, was wir damals von Aftermath so hielten. Mhm. Ich weiß noch, wir waren nicht besonders positiv, weil ich halt einfach Sets mag, die man draften kann. Mhm. Und viele Karten davon sagen mir auch nichts. Sie wirken halt irgendwie so Commander-Produkte, wo ich denke, okay, das ist eine Magic-Karte. Wie zum Beispiel der Goldforge Thopteryx. Dann haben wir noch Blood Out. Exiles a creature, Planeswalker they control with the greatest mana value from among creatures of Planeswalker they control. Okay. Ziemlich okay für die Mana-Kosten. Ui. Genau, wir haben Rebuild the City. Choose target land, create 3 tokens that are copies of it, except there are 3/3 creatures in addition to the other types, with Vigilance und Menace. Ganz, also, ganz schlimmer Spell. Designmäßig passt das ja nirgendwo rein. Guck dir den Namen an und dann hör in deinem Kopf dieses We build this city. Auf jeden Fall, ey. Dann haben wir Death Rattle Uni und Feast of the Victorious Dead. Das ist gar nicht mal bad, tatsächlich. Ah, okay. Zu Beginn des Endsteps kannst du halt, wenn eine Kreatur gestorben haben, Markenteil wieder Stärke. Und eigentlich ist das eine ziemlich geile Sache, gerade mit Manlands oder so, wenn jemand einen Master's Trouble gespielt hat, geht man hin und sagt, oder halt, man hat angegriffen, haufenweise Kreaturen sind gestorben, gib ihm, ist eigentlich ganz cool. Ja, es stimmt. Also das ist halt auch das, was ich so interessant finde bei dem Design. Die Karten sind halt nicht schlecht und wirken halt auch weirdly wertvoll, dadurch, dass es halt nur Uncommons hier auch drin gibt. Ja, aber das stimmt. Dein erstes Pack. Yes, wie gesagt, in Deutsch, Marsch der Maschinen, der Nachhall. Ja. Das ist natürlich ganz, ganz großartig. Und wir haben. Ich finde auch. Ui. Da ist es ja. Ja. Ist es dasselbe, was wir eben hatten? Ja, ist genau dasselbe, weil das Set hat nur 50 Karten, glaube ich. Ja. Das heißt, in der Theorie sind wir in 10 Boostern durch. Ja. Mit allen Karten. So funktioniert doch Magic, oder? Ja, quasi. Ja, quasi. Dann haben wir den Oni, den du auch gerade eben hattest. Du hattest den in Foil, richtig? Genau, den einmal in Foil, aber mit dem gleichen Artwork. Ja. Dann haben wir Übungsplätze. Das ist Training Grounds, oder? Genau, Training Grounds. Ja. Auch ein Reprint, wo sich alle dann drauf gefreut haben, aber im Endeffekt war es gar nicht so bedeutsam. Nö, irgendwie nicht. Und dann haben wir ein Umwälzen der Unterstadt. Das ist mit der Fähigkeit Totenwelt, was ich ganz, ganz spannend finde, was halt irgendwie besonders ernst machen gibt. Das ist von Ravnica, glaube ich, oder? Ja, es wirkt so. Es wirkt so. Und ein Markgraf-Baron, den ich immer noch schade finde, dass der keinen Play in Pioneer sieht. Ich meine, es gibt doch ein Vampire-Pioneer-Deck. Und es wirft Karten ab. Und er macht alles, was du haben möchtest. Er ist ein Lord, er ist günstiger, er hat Lifelink, er ist ein Lord. Ja.
Aber irgendwie. Aber ich glaube, es ist halt wirklich so drei Mana-Lords, die machen halt auch irgendwie nicht mehr so viel, ehrlich gesagt. Ja, also da muss man schon zwei Mana sein und da muss der Tribe auch richtig gut unterstützt werden. Ja, gucken wir bei dir. Aber ja, spannend. Genau, wir haben jetzt allein schon in den zwei Boostern zwei Karten, die wir auch schon hatten. Oh, yes, hier ist zum Beispiel eine Karte, die sehr viel Pioneer-Play sieht, und zwar Coppercoat Vanguard, ein Lord, der auch noch Ward gibt, ein Ward sozusagen. Tolarian Contempt. Dann Denethor, New Benalia's Light, 3 Mana, 2/2 Vigilance, Trample Lifelink. Once during each of your turns, you may cast Aura or Cooking Spells from your Graveyard. Das ist so ein bisschen Lurus, nur halt sehr thematisch fokussiert auf einem Thema. Ja. Nochmal Blood Out und nochmal Tolarian Contempt, weil warum nicht im selben Booster? Ja. Spannend. Ja, das hat man leider. Auf der anderen Seite, wenn du halt eine Mythic ziehst, kriegst du halt eine gute Mythic. Und auch hier die Karte, die grün-weiße, habe ich tatsächlich jetzt vor gar nicht langer Zeit tatsächlich in einem grün-weißen Enchantment-Deck tatsächlich auch gesehen. Dementsprechend in Pioneer. Dementsprechend. Ja, aber es ist auf jeden Fall kein. Also, ich meine, Lurus war ja insane. Ja, so. Ja. Und das ist jetzt ein gefixter Lurus für einen Typen. Also, kann schon gut sein. Dann haben wir Markov Baron, hatten wir gerade eben schon die Diskussion. Eine Vorhut der Kupferjacken. Kupferjacken. Ja, Kupferjacken. Das ist auch ein geiler deutscher Name wieder. Spielen wir, glaube ich, beide im Pioneer. Deswegen Karte. Dann haben wir eine Nahiris Entschlossenheit. Eine Verzauberung, die Eile gibt. Und im Endsegment kann man Nicht-Token, Nicht-Spielstein-Artefakte und Nicht-Spielstein-Kreaturen flickern. Mhm. Das ist ganz cool. Okay. Eine kosmische Wiedergeburt, eine Karte, auf die ganz viele Leute gehypt waren, das ich nicht verstanden habe. Mhm. Und ein Austilgen, das hattest du gerade eben auch schon mal, mit dem Discard. Genau, das ist und Blood Out. Und das ist halt in mit dem Kamigawa-Artwork. Oh, Dinosaur. Ja. Nice. Die werden ja jetzt wieder mit Ixalan relevant. Richtig. Also ihr merkt schon, hier ist eine Menge doppelt drin. Deswegen haben wir uns auch so entschlossen, nicht irgendwie 6, 8 oder 10 aufzumachen. Wir machen die jetzt nacheinander zwar theoretisch 8 auf, aber ja, ihr merkt, wir wiederholen uns. Ja. Das ist halt das Ding, ne? Wir hatten jetzt Cosmic Birth, hatten wir schon mal. Okay, wir haben hier Amnesist Might. Das ist neu. Okay, kostet zwei weniger, wenn man eine Legendary damit targetet. Mm. Und sie dealt damage twice to its power to target creature or planeswalker you don't control. Also so ein Fight Spell, aber overpowered. Ja. Dann haben wir Metropolis Reformer. Die ist gut. Der Drei-Mana-Engel, der besser ist als andere Drei-Mana-Engel in Pioneer, deswegen wird er gespielt. Undercity Upheaval hatten wir eben auch schon. Und Goldforged Thopteryx. Das ist der auch in diesem Ixalan. Ganz am Anfang, ja. Genau, in diesem Ixalan Goldcoin-Stil, den sie jetzt für Lost Caverns of Ixalan tatsächlich nochmal überarbeitet haben, was ich sehr spannend finde. Ja. Und ein Thopter. Nochmal überarbeitet und teilweise auch gar nicht anwenden, was ich wiederum sehr, sehr weird finde. Dementsprechend, keine Ahnung, mal gucken, was daraus wird. Wir gehen weiter. Wir haben Umwälz in der Unterstadt. Campus Renovierung, das ist Strixhaven tatsächlich. Sharkan, ja, entbrannte Seele. 3-Mana-2-4 mit Dragons. Mythic. Genau. Der macht Dragons günstiger und wenn Dragon ins Spiel kommt, tut er Dinge. Dementsprechend ganz cool. Ist ganz cool, ganz cool. Dann haben wir eine fahrlässige Handhabung. Die habe ich tatsächlich auch schon gesehen, wo man nach Artefaktkarten durchsucht, die auf die Hand mischt, eine zufällige abwirft und dann noch Schaden zufügt. Habe ich tatsächlich in einem Pioneer-Deck gesehen, wo es darum ging, bisschen Artefakte zu bekommen, bestimmte Artefakte. Dann haben wir ein Old Border Macht der Animatisten, das, was du gerade eben auch schon hattest, in Old Border. Auch spannend. Wusste ich gar nicht, dass hier eine Old Border-Karte drin ist, wenn ich ehrlich bin. Ja, habe ich mich auch gerade gefragt, was ist das jetzt? Sind auch Old Border drin? Also, sure. Ja, ein sehr, sehr witziges Set. Wirklich. Ja. Also, das ist aber auch so, ne, ich meine, es ist halt wenig beeindruckend. Also, im Endeffekt gibt es, glaube ich, mit Nissa so die spannendste Karte aus dem Set. Auch noch. Nahiri ist ganz cool. Da sind ein paar drin, tatsächlich. Kolagans Warmongerer haben wir. Meine erste rote Karte in vier Boostern. Markov Baron. Oh, wir haben hier Plague und Naziri. Okay. Die tun Dinge. Okay, spannend. Die tun Dinge. Coppercone Vanguard, diesmal in Foil. Und Harnessed Snubhorn. Vigilance 2/5 und wenn der Combat Damage zu einem Spieler macht, kann ich eine Artefakt oder Enchantment von meinem Friedhof wieder aufs Battlefield packen. Auch das gar nicht so schlecht eigentlich. Aber das ist halt so das Ding. Diese Karten sind halt in diesem unscheinbaren Aftermath-Set und man denkt sich irgendwo, ha, das kann man gewiss irgendwie nutzen. Ja. Wahrscheinlich in demselben Deck, wo man Nahiri auch nutzen kann. Ja. Aber irgendwie hat das keiner mitbekommen, dass diese Karten irgendwie akzeptiert. So. Ja. Aber Last Pack.
dein letztes Paket. Was ich daran sehr gut finde, ist tatsächlich, dass du halt also ich öffne ja für den Channel hier relativ viele Booster. Und ich bin halt ganz froh, dass ich diesen Balk nicht habe. Ich habe hier zwei, drei Ankans und Kans, die ich weghauen kann und nicht den Balk. Entsprechend passt es ganz gut. Und ja, ich habe noch. Oh, noch einen Übungsplatz. Haben wir mehr Übungsplätze? Haben wir auch schon drüber geredet? Genau. Dann habe ich eine. Oh, die ist nicht schlecht, glaube ich. Foil. Das ist eine, ein Mensch kann nicht schlecht sein und macht ihm einen +1/+1 Marken und dann darf man sein Deck nach irgendeiner Karte durchsuchen, die auf die Hand nehmen. Ist auch nicht bad. Nicht bad. Und nochmal ein Austilgen und Elementarwesen. So. Ja. Es ist, ich werde dieses Gefühl bei diesen Aftermath-Boostern nicht los, dass sie irgendwie so ein bisschen underwhelming sind, weil man sieht sehr viele Karten doppelt. Ja. Allein in 4 Boostern haben wir halt, also in jeder Farbe mehrmals dieselbe Karte irgendwie drin gehabt. Ja. Und das ist halt so ein bisschen das Ding mit diesem, also es ist, glaube ich, ein Fehler. Und vor allen Dingen ist es ja auch so witzig, erinnerst du dich noch an die Pinkerton-Case? Ja, das ist ja. Halt, oh ja, stimmt, das war ja auch mit dem Set. War. Das war auch mit genau, dem Set. Genau, das mit diesem Set war halt, ist halt so crazy, dass sie so ein Aufhebens gemacht haben für das so, was halt eine nette Dreitgabe ist. Aber ja, stattdessen mussten sie da diesen Privatfall irgendwie da machen. Jo, stimmt. Aber ich meine, so ich bin jetzt nicht unzufrieden mit dem, was wir geöffnet haben. Ja, also ich finde halt die Designs, das finde ich halt schön, dass man halt kreativere Designs auch mal haben kann. Es geht halt wirklich nur in der Produktwelle einfach unter, dass man halt noch mal so ein kleines Set noch dabei hatte. Und ich weiß halt nicht, wie sehr es sich lohnt, davon eine Boosterbox zu holen. Auf der anderen Seite sind die auch relativ günstig, habe ich gesehen. Ja, aber das heißt ja nicht, dass sie unbedingt auch günstig sind, sondern halt, die sind halt billig. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber einfach siehst du ganz cool. Ich mochte die tatsächlich so als FNM-Booster. Ja. Weil bei uns ist es ja so im Store, wir kriegen ja ein ganzes Booster. Und naja, das sind halt gute FNM-Booster, weil du ziehst irgendwas raus, du bist nicht enttäuscht. Weil du ziehst halt irgendwas raus, wovon du eh nicht wusstest, dass es existiert. Und dementsprechend war das ganz okay, solange wir welche hatten. Wenn man jetzt irgendwelche Booster aufreißt für FNM, würde ich doch lieber andere wählen. Vermutlich. Ja. Aber das war doch eine schöne Runde. Richtig. Wir haben zumindest eine Mythic dabei gehabt. Ja, immerhin. Und ich wette, den kann man auch in Dragon Commander Decks sehr gut spielen. Bestimmt. Deswegen, vielen Dank, dass du dabei warst, Robin. Sehr, sehr gerne. Wenn ihr den Robin unterstützen wollt, geht beim Robin auf den Kanal, guckt bei Robin coole Videos. Ansonsten, wir haben beide Social Medias, wir sind auf Spotify. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne Daumen nach oben da lassen, abonnieren nicht vergessen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Haut rein.